Possums, hallo ihr Süßen. Heute geht es um diese beiden Sachen. Sieht erstmal total niedlich aus. Und zwar war ich im 1-Euro-Shop und habe gedacht, klar verkaufen die da auch Make-up. Und es wäre doch mal ganz interessant herauszufinden, ob dieses Make-up, ob das überhaupt was taugt. Kann 1-Euro-Make-up überhaupt was taugen? Und ich habe ja von Drogerie bis Mittelklasse bis Hochklasse, bis zum Porsche hin, verschiedene Preisklassen bei mir zu Hause. Was heißt bis zum Porsche? Naja, aber so ein Colored Rain oder Urban Decay oder teurere Lidschatten habe ich auch schon ausprobiert. Von daher gesehen wäre es doch schon mal interessant zu wissen, gibt es Unterschiede in Textur, gibt es Unterschiede in im Auftragen, in der Blendbarkeit und all diese Geschichten auch in der Haltbarkeit. Und ja, bleibt einfach dran und testet das mit mir zusammen. So, die erste Schwierigkeit ist das Öffnen des Packagings. Das heißt Sabrina Rutnick. Die Frage, ob die Sabrina tatsächlich irgendwie existiert. Zehnerlidschatten. Ist auch so eine kleine Plastikhülle dabei, so ein kleiner Applikator. Ein ganz einfaches, billiges Packaging. Ist hier aber auch nicht schlimm, aber ich fand die Farben wirklich hübsch. Also so warme, schöne Farben und für 1 Euro habe ich gedacht, Mensch, nehmen wir doch mal mit. Ah, der Deckel ist schon kaputt, das ist auch schön. Oder der lässt sich nur so einhaken, glaube ich. Es ist drin, ja, Talg, Magnesiumstearat, flüssiges Paraffin, Palmitate, Polybutene, Ethanol, Parabene sind drin. Jede Menge Farbstoffe und made in China. War ja zu erwarten, oder? Ich zeige euch die Farben nochmal. So. Deswegen, also ich habe schon bei anderen YouTubern gesehen, von wenn es heißt, von wegen, wenn man so ganz billiges Make-up hat, das ist gut, um das den Kindern zum Spielen zu geben. Ich würde das genau aus diesem Grund eben nicht empfehlen und nicht tun, weil Parabene drin sind, dass diese Weichmacher, die sind Gift für kleine oder überhaupt für den menschlichen Körper. Auch die Substanzen, ich weiß nicht, wo diese Farbstoffe, wo die herkommen. Man hat auch schon Blei, Quecksilber, Arsen in solchen Sachen gefunden. Also bitte gibt es nicht euren Kindern zum Spielen. Kauft dann lieber was Gescheites. Und wenn die Kinder damit umgehen wollen, was ihr, ne, also zarte Kinderkörper, da sollte man nicht am falschen Ende sparen, ist meine Devise. Nun gut, nur so ein kleiner Tipp am Rande. Also wie ihr seht, ich finde die Farben ganz hübsch. Es sind warme Farben, es sind so ein paar matte Farben dabei, so 3 Stück, wie ich das so sehe. Und aber auch so ein bisschen glänzende Farben. Also auf den ersten Blick finde ich jetzt gar nicht schlecht. Jetzt sagen wir mal, wir bewegen uns hier so ein bisschen in der unteren Reihe und den Farbton würde ich gerne mal ausprobieren. Wir fangen einfach mal an und schauen mal, wohin uns die Reise trägt. Also sie sind sehr bröselig, wie man sieht. Nun gut, also das heißt immer gut abklopfen. Also es kommt nicht so viel auf dem Auge an. Sagen wir mal so. Mal die nächste Farbe. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass gar nichts auf dem Auge ankommt. Mal einen anderen Pinsel. Mit ein bisschen Gewalt und Druck kriegt man auch was drauf jetzt hier. Das ist eine sehr schöne Farbe. Das ist die oberste Reihe, diese mittlere Farbe.
Was nur so ein bisschen erstaunlich ist, also wenn ich da hier reingehe, das sieht das hier gar nicht, hier, das wird halt sehr, sehr dunkel, ne? Also es kommt schon was auf den Pinsel, aber es kommt wenig auf dem Auge an. This is very strange. Sind wir mal so einen dunkleren Farbton. Ui. Da hat es ein Mega-Fallout gegeben, gell? Ui. Ui, ui. Das war der Kickback. Jetzt, Maria, das ganze Auge unten voller Kupfer. Hier ist so ein scheißen Dreck. Das ist nicht gut. Sind gar nicht so schlecht, aber die Qualität ist schon grottig, muss man schon sagen. Also die stauben und sie haben auch oben drüber einen anderen Glanz, als die Farbe unten drunter ist. Also da ist überhaupt keine Farbkonsistenz hier, ne? Das ist, sieht oben ganz anders aus als die Farbe unten drunter. Und das sieht dann alles so ein bisschen einheitlich aus. Also es ist keine Farbechtheit, meine ich damit, ne? Also ich kriege unten drunter die Farbe nicht, die ich halt oben erwartet habe, sagen wir mal so. Und es sind zu viele schimmernde Farben drin. Ich kann also damit nicht irgendwie einen kompletten Look schminken, weil halt einfach, das ist tatsächlich wirklich irgendwie so von wegen, ich mache so ein unten ein bisschen Schimmer und das war's denn, ne? Und die Qualität ist halt einfach sehr schlecht. Also es ist zu pudrig, zu bröckelig. Ich kriege kaum was auf das Auge aufgetragen. Also das sieht man mal. Also so ein Lidschatten ist gut, um mal zu testen, dass man sieht von wegen, hey, im Drugstore gibt es doch wirklich ganz schön gescheite und gute Lidschatten zu kaufen. Also ich habe nichts gegen Lidschatten, wenn man die Farbe aufbauen kann und kann damit irgendwie eher das so ein bisschen zielgerichtet irgendwie aufbauen. Aber das ist ja beliebig schwierig und sieht doch alles dann sehr einheitlich auf dem Auge aus, ne? Also es ist halt keine große Differenzierung. Und man sieht eher so ein bisschen aus wie so ein entzündetes Auge. Also wie ihr seht, es ist sehr indifferent geworden. Nicht so doll. Ist nicht mein bester. Jetzt habe ich aber hier noch einen Lippenstift. Den möchte ich auch noch zusammen mit euch ausprobieren. So, das ist so eine Art, ist so ein bisschen schier, also es hat einen schönen Schein. Riecht noch gar nichts, was ist für mich eigentlich eher ein Lipgloss. Der mehr so von der Konsistenz mehr ein Gloss als jetzt ein Lippenstift, weil es sehr leicht ist. Und auch nicht sehr hoch pigmentiert. Von der Farbe her war das die einzige, sagen wir mal, etwas wärmere Farbe. Ja, riecht Gott sei Dank nicht. Der Geschmack ist so lala. Also, kann man jetzt lassen. Ist jetzt nicht so, ist nicht so schlecht. Also ich denke mal, für 1 Euro, wenn man sagt, hey, ich brauche noch ein Lipgloss oder ein bisschen Farbe auf den Lippen oder um das zum Beispiel in seine Beachbag oder irgendwie an den Strand zu gehen oder an den See und man will nicht so einen teuren Lippenstift mitnehmen, möchte aber gerne ein bisschen Pflege auf den Lippen haben, dann finde ich sowas gar nicht schlecht. Und wenn man sowas verliert, hat einen schönen Glanz, dann ist es auch nicht so tragisch. Also von da gesehen ist es okay. Wie gesagt, die Augen ist ein bisschen schade, weil die Farben nicht so gut differenzieren. Es fehlt auch, wie gesagt, eine matte Farbe, eine dunkle Farbe, damit man das Ganze so ein bisschen strukturieren oder Tiefe verleihen kann. Das fehlt halt eben, wenn man jetzt einfach nur so ein Ding haben möchte, um jetzt mal so ein bisschen Schein auf die Augen zu bringen, dann ist eine schöne warme Palette. Wie gesagt, von der Konsistenz und von der Qualität, ihr seht, wie das schon aussieht wie Sau, ist sie nicht empfehlenswert. Also ganz ehrlich, da würde ich mir wirklich lieber den Euro sparen.
und würde noch 2, 3, 4 Euro draufhängen. Ich kriege schon eine gute Catrice-Palette für 4, 5 Euro. Eine Catrice ist ja auch nicht so toll. Eine Make-up Revolution Palette für 4 Euro und die ist um Längen besser und die wird auch in China produziert. Also, wie immer, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und das ist mehr so ein Gag-Video, ne, dass man mal sowas ausprobiert. Und mich hat es einfach interessiert, weil ich die Farben hübsch fand, ob sowas wirklich taugt. Und manchmal muss man auch so ein bisschen benchmarken, dass man sagt, hey, ich habe da mal irgendwie das andere Ende des Spektrums mal ausprobiert, um andere Sachen wieder wertschätzen zu können. Von da gesehen hat es sich schon gelohnt. In diesem Sinne, bleibt gesund oder werdet gesund. Bis bald. Viele Grüße. Bis dann. Tschüss.